Wir bieten Tipps und Tricks rund ums Kochen mit dem Wok. Das Versprechen, es geht schnell. Es ist alles frisch und damit richtig gesund. Und lecker ist es auch noch. Also ran an den Herd und gleich mitkochen. Heute dreht sich alles um das Thema Wok. Wir prüfen diese verschiedenen Modelle auf Herz und Niere. Dafür habe ich tolle Gerichte vorbereitet. Man kann das Ganze auch in der heimischen Küche machen. Man braucht keine extra Outdoor-Küche dafür. Das alles zeige ich euch jetzt. Nur 40 Euro kostet der erste Wok. Aber günstig muss nicht gleich schlecht bedeuten. Hier haben wir jetzt einen Aluminium-Wok. Der ist beschichtet, ist super leicht und ist ja auch einfach jetzt der günstigste von unseren Woks. Ob man dann jetzt hier halt auch einfach vom Preis her dann eben auch ein bisschen ja, Qualität einbüßt. Ohne ein leckeres Rezept von Lisa geht's natürlich nicht. Das erste Testgericht, Tempura Garnelen mit Kimchi auf Salatherzen. Also es hat jetzt relativ lange gedauert, bis der Wok jetzt auch heiß geworden ist. Vielleicht sind das ja nur Startschwierigkeiten. Als erstes probiert sich Lisa im Anbraten. Die Hitzeverteilung war echt gut, jetzt gerade auch bei den Salatherzen, um die zu braten. Jetzt kommt aber der Härtetest. Wir frittieren nämlich jetzt unsere kleinen Garnelen, die ich hier schon mal vorbereitet habe. Beim Öl darauf achten, dass es hitzebeständig und damit zum Frittieren geeignet ist. Wichtig hier beim Frittieren ist auch einfach nicht zu viele reinzugeben, weil dann einfach das Öl zu schnell auskühlt. Dann frittiert es halt nicht mehr, sondern es kocht halt eher in dem Fett. Empfehlenswert sind Woks aus Gusseisen oder Stahl. Kann der aus Aluminium auch was? Meine Pfanne hier sieht eigentlich ganz gut aus. Es hat sich nichts verzogen. Also für alle, die sich auf jeden Fall mal an dieses Wok-Thema rantasten wollen und nicht gleich sofort auch einfach so viel Geld ausgeben, kann auf jeden Fall mit so einer Variante ganz gut starten, um das einfach mal auszuprobieren. Der Wokboden ist ursprünglich gewölbt. Mittlerweile hat sich aber die Wokpfanne, also mit flachem Boden, durchgesetzt. Mein Fazit zu dem Wok ist auf jeden Fall, dass es gerade für Leute, die es einfach mal ausprobieren wollen, so für den Einstieg schon funktioniert. Ich glaube, sonderlich langlebig ist es nicht. Und es erinnert natürlich schon fast eher an eine Pfanne, einfach nur mit einem hohen Rand, als wie ein klassischer Wok. Aber trotz dessen, es hat alles super funktioniert. Ja, und ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Der Aluminium-Wok ist ein gutes Einstiegsmodell, bevor man auf den nächsten zurückgreift, nämlich den aus Gusseisen. Mit 68 Euro ist der gusseiserne Wok der teuerste im Test. Ich habe einen gusseisernen Wok. Richtig, richtig schwer. Hier haben wir natürlich den großen Vorteil, dass er super langlebig ist. Wenn man es gerade auch zu Hause im Innenbereich nutzt, muss man diesen hier nicht extra noch mal einbrennen. Das heißt, ein Herd reicht vollkommen aus. Ganz, ganz wichtig, egal was man im Wok macht und egal mit welchem Wok, ist, der muss richtig heiß sein. Am tiefsten Punkt, also am Boden, ist der Wok am heißesten. Nach oben hin nimmt die Temperatur schnell ab. Dort platziert man Zutaten, die schon gar sind. Logisch, oder? Jetzt machen wir mal den Härtetest, ob wir direkt schon anfangen können. Hört ihr es? Sofort verdampft. Sowas wie Margarine, Butter oder auch ein gutes Olivenöl eignet sich überhaupt nicht. Es würde uns sofort verbrennen. Lieber ein Öl nehmen, sowas wie Erdnussöl, Sojaöl oder auch ein ganz normales Rapsöl, also ein Pflanzenöl, was einfach bei höherer Temperatur viel, viel stabiler ist. Ein Wok ist ein echtes Universalkochgerät, das mit verschiedenen Kochtechniken einsetzbar ist. Das ist halt das Schöne am Wokkochen. Man kann unglaublich viel machen, vom Frittieren bis Überbraten, bis Schmoren, bis Dämpfen. Hier bereitet Lisa übrigens einen Reisband-Nudelsalat mit Hackfleisch, Papaya, Kokosmilch und Enoki-Pilzen zu. Also von dem gusseisernen Wok bin ich jetzt bis jetzt wirklich schon richtig begeistert, weil es geht super schnell. Ich habe echt gedacht, okay, mit so einer Induktionsplatte, das dauert länger. Aber es geht super, super schnell, der wird richtig heiß, er ist stabil, es brennt nichts an. Ich finde es bis jetzt sehr, sehr gut. Der Vorteil bei Gusseisen, auch bei großer Hitze verbiegt sich das Material nicht. Und man kann diesen Wok auf jedem Herd einsetzen. Oder wenn man hat, auch auf einer Feuerstelle. Der Fond, den passiere ich jetzt noch mal ganz kurz durch einen Sieb ab, weil
Dann rösten wir nämlich das Gehacktes und dafür brauchen wir richtig, richtig Feuer. Also Feuer im Sinne von Hitze. Mit dem Wok zu arbeiten heißt ja auch Pfannen gerührt, weil man muss tatsächlich immer sehr, sehr viel rühren. Und da ist es eigentlich egal, welchen Wok ihr nehmt. Es wird nicht so heiß, dass wir eine richtig schöne Röstung hinkriegen. Da tut es dann doch eher hier unten in der Pfanne anbraten. Wenn das passiert, einfach mit ein bisschen Flüssigkeit, Wasser oder Brühe arbeiten. Beim Koriander ist immer super wichtig, gar nicht die Arbeit machen und die Blättchen vom Stiel abzupfen. Das meiste Aroma ist mit in den Stielen drin. Das gibt einen herrlich fruchtigen Salat. Das Schöne, was ich finde, was beim Wok auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Vorteil ist, ich finde, es hat immer was von Familienessen. Stellt es in die Mitte vom Tisch, jeder nimmt sich. Das hat ja auch was unglaublich Geselliges. Der Wok wurde vor Urzeiten in China erfunden. Durch die spezielle Zubereitungsmethode geht's schnell und ist gesund. Also ich will mich ja nicht selber loben, aber das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Die Hitze ist sehr, sehr schnell transportiert worden. Aber trotzdem, dafür, dass sie so schnell transportiert worden ist, hat es dann am Ende 1-2 Grad gefehlt, dass da wirklich so richtig Power drin ist. Mal gucken, ob das noch besser geht. Mit 68 Euro ist der gusseiserne Wok gut bezahlt. Mal schauen, was der günstigere Stahlwok drauf hat, der Urvater aller Woks. Einen Stahlwok bekommt man in fast jedem Asialaden. Für den Wok, den wir jetzt testen, sind wir mal hier in die Outdoor-Küche umgezogen. Ganz wichtig ist, wenn ihr euch so einen Stahlwok kauft, dann muss der erst eingebrannt werden. Dafür brauchen wir hoch erhitzbares Öl und richtig, richtig viel Power. Alternativ kann man einen Wok übrigens auch bei höchster Temperatur im Backofen einbrennen. Ihr seht, unser Wok ist jetzt gar nicht mehr so hübsch und glänzt, sondern er hat sich jetzt schon ordentlich verfärbt. Wir werden nämlich jetzt gleich frittieren, wir werden schmoren, wir werden Pfannen rühren, wir werden ansortieren. Also wirklich die komplette Bandbreite. Und das gibt's. Eine Rindfleischpfanne mit Pak Choi, Bärlauchknospen und frittierten Glasnudeln. Um jetzt zu testen, ob das Öl jetzt wirklich richtig heiß ist, nehme ich jetzt einmal die Glasnudel und schau mal, was hier passiert. Und das sieht sehr gut aus. Die Glasnudeln und die japanischen Auberginen frittiert Lisa in einem hocherhitzbaren Sojaöl. Der Vorteil jetzt bei diesem Wok ist halt einfach im Vergleich zu dem anderen, dass wir natürlich sehr, sehr dünn von der Materialie her sind und dass gerade dann jetzt auch die Hitze dadurch natürlich einfach auch direkt an dem Wok halt ankommt. Vor dem nächsten Kochprozess einfach den Wok mit einem Küchentuch auswischen und weiter geht's mit den Pilzen. Gerade wenn ihr im Wok jetzt schmoren wollt und dann so dicke Soßen dafür nehmt, wie zum Beispiel Sojasauce, Teriyaki-Soße, dann solltet ihr die nicht direkt am Anfang dazugeben, weil sonst einfach der Zucker karamellisiert ist, verbrennt euch sofort. Von daher das immer relativ zum Schluss mit dazugeben, beziehungsweise auch immer mit Wasser und Brühe arbeiten. Den Garpunkt der einzelnen Zutaten sollte man unbedingt beachten. Also nicht alles gleichzeitig in den Wok hauen. Dann ist es immer ganz wichtig, egal welches Gemüse ihr beim Wokgaren verwendet, das härteste sollte immer zuerst rein. Den Wok nicht in den Geschirrspüler geben, nicht mit Stahlwolle säubern und auf Spülmittel verzichten. Das zerstört nur die Patina. Die ist fürs Wokkochen wichtig. Das Schöne ist, wenn man draußen kocht und vor allen Dingen mit dem Wok, man muss nicht mehr abwaschen, weil man gibt einfach nur ein bisschen Wasser rein, dreht es noch mal richtig auf Hitze und dann ist es schon sauber. Sowohl beim Kochen als auch bei der Pflege eine easy Nummer. Ich persönlich finde, so macht Woken richtig, richtig Spaß. Draußen, ich liebe es eh draußen zu kochen. Und ganz ehrlich, das ist die Urform, wie man eigentlich auch mit einem Wok arbeitet. Ohne Beschichtung, ohne irgendwas. Grundgewürze für den Wok sind Salz, Sojasauce, Reiswein und etwas Zucker. Damit es nicht verbrennt, am besten erst am Ende dazugeben. Also ich muss wirklich sagen, der Stahlwok ist mein absoluter Favorit. Schonender kann ja auch eigentlich eine Zubereitung gar nicht sein. Es geht super schnell, man kann sich ganz viele Leute auch noch dazu einladen. Ich bin total begeistert. Wer sich bisher nicht ans Wokkochen herangetraut hat,
Er sollte es unbedingt tun. Es geht schnell, ist einfach, lecker und gesund. 4 unschlagbare Argumente.